Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder mit Die Sims 4. So. Ja, spielt mal schön. So, da versteckt sich einer unter der Treppe. Was möchtest du? Oh, du bist traurig. Oh, die Mama ist doch da. Moment. Okay. Ich kann das Kind nicht mal trösten. Gut. Ah, stimmt, ich glaube, gebadet werden musste er. Ja. Das war's dann ja auch schon. Die beiden oben spielen. Oh, ich muss die Kinder unbedingt mal umziehen. Weil ich finde, ich meine, Ben ist der mit dem Hut. Okay. Okay, möchtest du schlafen? Ich finde es so schön, dass die sich miteinander unterhalten beim Spielen. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht zusammen mit den Bauklötzen spielen können. Können sie vielleicht doch zusammen spielen? Nee, tatsächlich funktioniert es nicht. Nee, schade. Dann hier, Mäuschen. Ja, die Mama kommt gleich hoch. Wo hast du dein Brüderchen gelassen? Wo willst du hin? Fang das Kleinkind. Und dann auch noch schön ins Wasser. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Schaumbad, das gibt nicht viel im Leben eines Sims, das sich nicht mit einem Schaumbad in Ordnung bringen ließe. Okay. So, Leo hier absetzen. Wieso hier absetzen? Nein, Leo da. Oh. Hat Leo Hunger? Nee, Leo muss auf Toilette. So. Okay, die werden langsam alle müde. Aber wieso hat sie das nicht gegessen? Ja, ist ein Joghurtmäuschen. Ich meine, sie ist ja jetzt schon so weitestgehend selbstständig. So. Sehr schön. Oh, ist wütend, weil er müde ist. Ah, das wird noch ein Problem. Töpfchenhilfe? Oh. So. Und dann bringst du Ben ins Bett. Zuerst Leo, dann Ben. So, Tati kann ja selbst ins Bettchen gehen. Tati ist ja schon groß. Also ein bisschen tut sie mir ja leid, weil sie jetzt einfach komplett untergeht. Ey. Was ist denn hier los? Also erst vermisst er die Mama, beziehungsweise die Eltern. Und jetzt, wo sie da sind. Ja, gut. Okay. Was genau will er denn nicht? Aufs Töpfchen? Aber du musst doch. Naja, gut, der ist schon müde. Komm. Bring ihn ins Bett. Bitte. Beziehungsweise beide ins Bett bringen. Weil denen geht's beiden nicht gut. Die sitzt doch schön auf der Couch. Und isst.
Oh, es tut mir leid, ich muss das Bücherregal mal umstellen. Den Bücherregal. Nein, das Bücherregal. So. Und mir ist eingefallen, wir haben ja jetzt ein. Ach nee, wir müssen Rechnungen zahlen. Wir müssen Rechnungen zahlen. Wir müssen die 968 bezahlen. Deswegen, ich warte noch, bis Papa von der Arbeit kommt und dann wird die Rechnung bezahlt. Urlaub hatte ich mir ja heute schon genommen, oder? Weil sonst hätte sie ja. Genau, sonst hätte sie ja schon zur Arbeit gemusst. Okay. Wieso ist die denn so gestresst? Ist da alles gut? So. Die ist aber auch nicht, Hä? Naja, klar, dass er schlecht gelaunt ist. Du sollst das Kind ins Bett bringen. Wieso? Was? Naja, okay, gut, wenn die Kleinen über den Punkt drüber sind, dann sind sie halt manchmal ein bisschen. Ja. Na komm, brauchst nicht vorlesen. Der ist so hundemüde, der nickt gleich weg. Du hast noch ein kleines Mäuschen, das du ins Schlaf legen musst. Hä? Der geht tatsächlich nicht schlafen? Gut. Was? Gut, ich verstehe das einfach nicht und alles gut. Ich werde Witze schreiben. Beziehungsweise Selina wird Witze schreiben. So. Das, Na, es tut mir leid, so ist das. Okay, die Kinder schlafen jetzt alle. Da kann man ein bisschen arbeiten. Ach ja. Ah, man ist zu Hause. Gott sei. Nein. Gott sei Dank. Jetzt kannst du die Rechnungen zahlen und dann sind wir wieder arm. Yay! Das, ja, ist super. Naja, okay, wenn man ehrlich ist, uns geht es verdammt gut. Gut. Nein, es tut mir leid. Jetzt nicht. Frau schreibt Witze. Ihr könntet beide ein bisschen Spaß gebrauchen. So, hör auf mit Witze schreiben. Obwohl, ich könnte sie noch zur Arbeit schicken für ein paar Stunden. Glebitube. Winter. Oh, Zaguwarba. Ah, ja, genau so war das. Garsha. Shabini. Woonfixshyama. Vinosa Okay, Batanabe. okay, okay. Also im Vergleich zu dem, was ich Ihnen gesagt habe, Zabula. eigentlich solltet ihr doch. Bevor die Kinder wach werden, weil dann geht gar nichts mehr. Naja, deswegen schläfst du doch, damit du nicht mehr müde bist. Aber die werden bald vor Hunger wach. Oh, Tati muss gebadet werden. Oh. Na, bald wird Tati ja zum Glück älter. Und dann sieht das hoffentlich anders alles anders aus. Okay. Oh? Oh nein. Nein, nein, nein. Verlern das wieder. Ach, das ist ja. Oh, das ist ja der Mann. Ich dachte schon, das Kind hat dir das Merkmal übernommen. Okay.
Bei uns kommt auch immer Feuerwerk. Also an Silvester. So. Ja, ich lasse einfach mal alle ein bisschen schlafen. Solange bis die Kinder dann wach werden. Ich glaube, die haben sich alle ein bisschen Schlaf verdient. Okay, so. Mama, du musst jetzt aufstehen, bevor der Rest wach wird. Du musst hier nämlich mal ein bisschen... War hier nicht Wasser? Ist das Wasser getrocknet? Oh, ich hoffe nicht, dass wir irgendwie Kakerlaken bekommen oder so. Okay, das ist sauber. Ah, dann gucken wir uns mal hier um. Das ist tatsächlich, glaube ich, alles sauber. Ist nichts grün oder schimmelig. Kühlschrank. Okay. Dann kann sie ja ein schönes Frühstück machen. So. Ja, wie gesagt, ich werde aber trotzdem die obere Wand hier streichen. Weil es mir einfach wichtig ist, dass das... Ich meine, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber mich persönlich stört das, wenn ich das so sehe. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld, da können wir ja ein bisschen was machen. Das Badezimmer. Oh, Plitschplatsch. Das ist doch schön. So, und dann streichen. Ja, das Zimmer wollte ich hier noch umstreichen. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass es bunt ist. Es war nicht bunt. Tut mir leid. Irgendwie war ich, weiß nicht, in einer anderen Welt. Ja, obwohl das ist doch schön. Ja. So mit Gras und Schmetterlingen. Ja, liebliches Duett. Das passt doch auch perfekt zum Teppich. Okay, dann haben wir das hier nur noch den Flur. Und dann sind wir auch schon pleite. Okay, waren wir vorher auch schon. Ja. Im Badezimmer der Boden muss noch genau gefliest werden. So. Machen wir alles schön einfarbig. Und dann... Wieso wird der... Habt ihr das gesehen? Okay, kein bisschen gruselig. Wieso ist der jetzt wach geworden? Achso, der musste die Fliesen verlegen. Oh ja, jetzt. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Nee, ist mal ohne Scheiß. Warum ist der wach geworden? Ich habe doch original einfach nichts mit ihm gemacht. Und ich war im Baumodus. Naja. Okay, es ist sauber. Nein, du brauchst das Essen jetzt hier nicht nehmen. Geh duschen. Oh, jetzt lässt das wieder gleich irgendwo liegen. Deine Frau macht doch frischen Rührei. Um 2 Uhr morgens. Warte. Gut. Die Kinder schlafen noch ein bisschen. Aber die sind alle am Verhungern. Das ist, ja, gut. Irgendwie ist das komisch. Oh Mann. Ne, ich weiß nicht mit den Kindern. Gut, die haben noch 5 Tage. Ich muss da irgendwie einen Weg finden, dass die noch alles lernen, bevor sie groß werden. Tati ist ja fast so weit, wobei sie was mit dem Denken, also die muss jetzt wirklich mit dem Denken, muss die jetzt loslegen. Das Bewegen, das macht sie ja automatisch. Aber das Denken. Wie schaut's aus mit den Arbeitszeiten der Eltern? Ach so, stimmt. Ich mache ja gar nicht hier. 2 Verabredungen. Ja, Mädel, das kannst du erstmal vergessen mit Verabredungen. Aufräumen, sehr schön. Ach, da steht auch noch eine gammelige Schüssel. Hm, gut. Und die müsste heute noch... Ich bin gerade am Überlegen, ob der Papa dann heute bei zu Hause bleibt. Und die Mama dafür dann arbeiten geht.
dass die sich dann so ein bisschen. Ah, Vadish. Ja, das hört man immer gerne. Komplimente übers Aussehen. Weißt du noch damals, als wir noch keine Kinder hatten und Fast Food gegessen haben? Ofra Nibahana. Baribi Wie viel Müll wir hatten? Wir haben ein Auto. Waga Nicht gehabt. Warbequest. Gut. Ich bin da total schlecht drin. Andoli Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so in meinem Kopf könnte ich super Geschichten daraus machen. Das Problem ist, die dann auch dann auszusprechen. Gut. So, okay. Das kommt weg. Die Kinder schlafen noch. Oh, die sind so hungrig. Kannst du ja fast schon nicht vereinbaren. Was willst du? Nein. Solange wir die Kinder noch schlafen, werdet ihr euch mal um eure Berufe kümmern. So. Ich glaube, Plugin und Programmieren fällt ja auch über das unter das Programmieren. Weil, wenn die Kinder dann wach werden, dann ist hier vorbei mit der Ruhe. Und ich hoffe mal, dass sie noch ein bisschen schlafen. Ja, und der Papa nimmt diesmal frei. Oh, Tati ist wach und Tati hat Hunger. Und Tati muss gebadet werden und Tati muss aufs Töpfchen. Gut. Okay, mal. So, gab es da nicht die Möglichkeit zu öffnen? Doch da. So, das stellen wir hier hin. Weil ich glaube, ich habe es verstanden, wie das hier funktioniert. So. Und dann Portion nehmen für Tati. Portion nehmen für Leo. Portion nehmen für Ben. Und ich glaube, ich lasse Papa arbeiten. Gut. Ich lasse Papa nicht arbeiten. Absetzen. Tati. Absetzen. Leo. Absetzen. Ben. Das nenne ich Teamwork. Hoffentlich funktioniert das auch so. Die bringt jetzt nicht tatsächlich die. Ich lasse sie wahrscheinlich hier einfach liegen. Gut, tut sie nicht. Okay. Ben und Leo können jetzt aufstehen. Ja, und sie sind beide müde. Auch die Musik passt. Papa, holst du das nächste Kind? Wieso bringst du das jetzt da hoch? Oh, lass es einfach. Lass es einfach. Lass es, lass es, lass es, lass es. Ups. Genau. Das war Leo. Absetzen. Ben. So, und dann Portion für Ben holen. Und nachdem Papa Leo abgesetzt hat, holt er eine Portion für Leo. So, so. Es ist, glaube ich, besser organisiert. Na, Tati, du musst jetzt mal einen Moment sitzen bleiben. Gut.
Super, das läuft ja wunderbar. Es sind einfach alle sauer. Wieso können die nicht einfach machen, was man ihnen sagt? Ah, ich glaube, die können mit den Kindern, die auf der Treppe laufen, einfach nicht interagieren. Nimm bitte jetzt einfach das Kind. Okay. Kannst du das arme Kind bitte da reinsetzen und dem Kind was zu essen geben? Bitte. Oh Gott. so. Gibt's für den kleinen Spaghetti. So. Ach ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir zu viele Kinder haben. Aber es wird jetzt schon langsam. Wieso steht sie da einfach? Du sollst dem Kind das Essen hingeben. Gut, und du kannst dich hinsetzen und einen Joghurt essen. Und dich mit deinen Kindern unterhalten. Ich hoffe, dass du das kannst. Gut. Oh, wie schnell Tati schon hier unterwegs ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und die nächste Folge kommt in 2 Tagen. Und da feiern wir den Geburtstag von Tati, denke ich mal, hoffe ich mal. Also, bis dann. Bye bye.